So. Obwohl, es ist bestimmt hier unterirdisch noch Luft, oder? Nee. Das heißt, dahin, dahin, dahin. Gott, diese Erdfolgen. Es sind, glaube ich, Tierschritte, oder? Ich dachte gerade, das ist Lava. Okay. So, und dann bauen wir halt die Erde mal ganz in Ruhe ein. So. Ach so, was mir noch gerade einfällt. Ich finde ja in Minecraft die Tage, wie man sieht, die gehen ja sehr schnell um. Ich glaube, das ist da, um mich zu nerven. Das Schaf. Ja, jedenfalls die Tage gehen ja sehr schnell um. Und ich hatte mal ausprobiert, wenn man so im Command-Block so eine Clock macht. Okay, Musik ist noch da. Und wenn man dann immer Time Set 1, also Time plus 1, oder wie heißt denn das? Time at 1? Ach, keine Ahnung. Und ja, wenn man das halt immer reinschreibt und dann halt den normalen Daylight Circle ausmacht. Mist. Mist. Ja, wenn man den normalen Daylight Circle halt ausmacht und dann die Zeit langsamer verstreichen lässt, habe ich mal ausprobiert. Man kann aber nicht schlafen. Das heißt, du musst dann halt jedes Mal Timeset 0 eingeben, wenn wir schlafen. Das ist auch nicht so toll. Ich muss mir da mal irgendeine Lösung einfallen lassen, weil ich halt gerne echt kürzere, nee, nicht kürzere, längere Tage hätte. Als Mann darf ich das sagen. Ach ja. Schön hier. Doch, ich mag das Örtchen. Vor allem, wenn wir dann hier auf die Seite rausgucken. Wir müssen den Zaun vielleicht wegmachen, der stört ein bisschen. Oh, wenn wir dann hier rausschauen. Wenn wir dann. Na gut, so. Wenn wir dann hier rausschauen und dann ist hier eine Mauer mit so ein paar Feldern drunter, können wir auch noch einen Baum an den Rand pflanzen. Ist, denke ich mal, ganz gut, oder? Naja. Zäune, genau. Na, lauf doch runter. So. Ach, guck mal, wie viel schön Platz hier ist. Können wir jetzt ja alles wieder reinhauen. Oh Gott, das wird ein Sortierspaß. Naja. So. Ja, komm, da können wir nochmal rausgehen. Also, ganz ehrlich. Genau. Arbeitsmusik. Naja, nicht wirklich. Oh Gott, ernten. Wir müssen schon wieder... Also müssen nicht, aber... So, wenn wir dann überlegen... Ach ja, ich sehe es ja noch. So, wenn wir dann überlegen, wir machen... Das mit den Seen gibt es doch nicht. Ich komme nie dazu, meine Zäune abzuladen, für die ich ewig Holz gesammelt habe, welches wir gar nicht brauchen. So. Warte mal, wenn man... Ach, das ist unser Sandsee, oder? Ist er das? Ja, ne? Ja, das ist er. So, wenn wir... Wenn wir das jetzt hier so ein bisschen abrunden, ne? So. Kann man das ab hier schon wieder wegnehmen? Und ins nächste Loch fallen. Was ist das denn für eine Gegend? Das gibt's ja nicht. Hilft das, eine Fackel zu nehmen? Naja, bedingt. Wir müssen aber unbedingt was sehen. Und wieder nur noch zwei Erde. Ja, das ist doch... Ja. Warte, dass ihr hier was seht. So. Damit das Schaf auch sehen kann, wie es sich am besten ärgert. Wir sind jetzt hier. So. Pup, 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 die letzte Erde weg. Ja, ja. Ich sehe nichts. Okay. Halt, da unten waren wir. So, und dann sind wir schon wieder out auf Erde. Okay, jetzt schnell nach Hause. Schon wieder ein Loch gefallen, nicht gemerkt. Da hört man sie schon. Aber ich bin clever. Aha. Ach, das war schon wieder die Höhle, ne? Habe ich schon wieder einen Lachmond? Nö.
glaube, heute ist Vollmond. Na gut. Müssen wir mal sehen, ob wir da gut schlafen können. Was Neues zu essen brauchen wir auch. Aber das machen wir morgen. Heute ist morgen. Also. Was haben wir denn noch so Schönes zu essen? Wir können uns auch mal... Ja, so ein paar Schnitzel, komm. Obwohl, Brot haben wir auch noch genug. Na komm, es... Nee, wir klatschen unser Inventar jetzt nicht zu. Ach, die Schaufeln haben wir noch. So. Wie gesagt, dass wir halt nicht so oft schlafen rennen müssen, dachte ich, ist das eine ganz gute Idee. Aber müsst ihr mal schreiben, ob wir das mit den, ich sag mal, Tagverlangsamungen machen sollen. Ich weiß nicht. Das werden wir eh nicht machen, insofern man nicht schlafen kann. Also, man kann sich zwar nachts schlafen legen, aber es wird halt nicht morgen. Was machst du eigentlich hier? So. Ja, wir brauchen Erde. Genau, und dann kann man das hier so abrunden. Jetzt muss ich mir das vorstellen. Warte, so. Gib mal Erde. Das gibt's ja nicht. Wie wenig Erde kann man denn haben? Da haben wir uns halt immer hier so einen Block. So. Der ist ja echt direkt hier drunter. So. Dann machen wir das. Ja, so. Aha. Das hier bauen wir noch zu. Und das hier auch. Und dann... Oder wir lassen das hier offen. Ist eigentlich auch eine Idee. So als kleinen See. Obwohl wir das da hinten auch ausbessern müssen. Obwohl, wenn dann die Felder hier lang gehen, ich weiß nicht. Das machen wir, glaube ich, zu. Ja, und dann haben wir halt hier echt schön viel Platz. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Höhle und sammeln ein bisschen Erde und Kies und... Nicht Kies. Und Stein und alles. Oder ich mache daraus ein Timelapse, ich weiß nicht. Ich würde ja sagen, schreibt mal in die Kommentare, aber... Es wäre dann etwas spät. Die Zäune bauen wir noch, keine Sorge. Gehen wir in die Höhle? Ich meine, haben wir genug? Haben wir genug? Wir machen uns noch ein paar Spitzhacken und nehmen uns noch ein bisschen Holz mit. Und dann dürfte das gehen. So. Wir können uns auch gleich Eisen mitnehmen. Passt ja. So. Zwei noch. Natürlich, ich baue zum ersten Mal Spitzhacken, deswegen habe ich auch welche. Obwohl die reichen, komm, ganz ehrlich. Zack. So. Jetzt muss ich nur noch die Höhle wiederfinden. Die war hier. War die hier? Wir hatten uns doch hier bei unserem Feld runtergegraben, ne? Ja, genau. Und ich erinnere mich, wir hatten hier viel zu wenig Fackeln. So, und... Hier noch eine und da noch eine und dort noch eine. Achso, jetzt habe ich gar keine Grusel-Playlist vorbereitet. Warte mal, das mache ich nochmal schnell. Wir sehen uns gleich wieder. Warte. So, da sind wir jetzt wieder. In der Höhle. Mit Gruselmusik. Na dann. So. Wie sie aussah. Also, wo es lang geht. Was? Hey, hab mich ja nicht erschrocken. Ja, toll. Ich hätte Erde mitgenommen, aber. Und ohne Fackel ist es hier so blöd dunkel. Oh Gott. Also, dass hier irgendwo Redstone war, weiß ich sogar noch, aber. Warum auch immer ich das noch weiß. Ey, hier ist Kies. Wir können Kies sammeln. Schaufeln haben wir. Musik, sei leise. Sei ganz leise einfach. Dann juckt das keinen. So. Akrob. Aha, 1,9. Mist, ich bin echt gut im Kämpfen. Es gibt's ja nicht. Wie hält denn der aus? So. Mann.
Es ist so viel... war das gerade... War das jetzt Musik oder ein Skelett? Übrigens, Steincounter ist auf 1. Übrigens, wenn wir schon mal... Also Eisen können wir ja... Jetzt haben wir hier... Was ist denn das hier jetzt? Stein, Granit, Eisen, okay. Eisen zu weit. Tolle Musik. Wir hätten uns mal so ein Schild machen sollen. Scheiße. Essen. Ganz schnell was essen. Ich habe vergessen, dass ich auf der 1.9 bin. Hey. Ja. Allein. In den ewigen Höhlen. Ich grabe mich durch die Erde. Doch wofür? Ich will hier unten verrecken. Das weiß ich. Es sind zu viele. Ich kann gegen Einzelne kämpfen. Ich kann mich vollfressen und wieder hochheilen. Aber im Endeffekt... Ich klaue ihre Sachen. Sie wollen mich dafür bestrafen. Oder so ähnlich irgendwie. So. Nein. Ich habe sie gefunden. Die Quelle. Kaltes Wasser. Frisches Wasser. Ich trocknete sie aus mit etwas Wasser. Und die andere Quelle auch. Wir hätten uns einen Eimer mitnehmen sollen. Hashtag dat Vorbereitung, wer es kennt. Hi. Hat er mich nicht gesehen? Na, du Spaß. Okay, das war einfach. Ich glaube, der hat ein Skill-Level so wie ich. Na, Zombie, wie geht's denn dir? Hier ist Wasser, der kommt mir bestimmt gleich entgegen. Ja, flieh, Fluff. Ich muss mir mal irgendwie merken, wie ich wieder zurückkomme. Warte, mal kurz kratzen. So. Sackgasse, wehe, das ist keine. Wehe, das ist keine Sackgasse. Jetzt mal, wie weit geht's denn hier? Authentisch. Ganz ehrlich, hier kommt aber keiner durch. Das heißt, wir können erstmal ganz in Ruhe hier Fackel an der Wand machen. Es sei denn, da ist ein Skelett, aber ansonsten. So, ein bisschen Kohle können wir auch mitnehmen. So. Also ganz gemütlich. Oh. Ich erlöse ihn. Huch. Stimmt, Stein wollten wir uns ja auch mitnehmen. So. Huch. Ach, ich dachte, das ist Kohle. Ja, gut. Dann. Nee, wir können ja mal ab und zu mal einen Cobblestone mit abbauen. So. Den lassen wir, weil dann fließt das Wasser nicht runter. So. Wusste es doch. Was ist denn das hier oben? Diese Höhlenwanderung steht unter keinem, aber auch wirklich keinem guten Stern.